Und weiter geht's nach langer Zeit mal wieder mit Super Mario RPG. Ich bin Peruaner und ja, wo war ich stehen geblieben? Wir waren kurz davor, hier reinzugehen, nachdem wir diese ganzen Rätsel gelöst haben und ich, ja, mich ein wenig blamiert habe, könnte man schon so sagen. Hab ein wenig blöd auch noch geschnitten, da sind mir noch Fehler passiert. Das heißt, musste schneiden, eine Menge zusammenschneiden und dann bin ich auf die Rewind-Taste gekommen oder auf die Ladetaste und alles so ein Quatsch. Naja. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, kann ja nur besser werden. So, was wir hier machen, sieht vielleicht blöd aus, aber wir rennen sofort weg. Weil ich nur für wichtige Gegner jetzt meine Items wie... Na, wie heißen die Items? Quellwasser benutzen möchte. Die will ich ein wenig sparen, wenn es mal... Komm ich da rein? Darf ich da rein? Nee. Aber gehe ich ja mal unten lang? Guck ich mal, was erwartet uns hier? Oh, eine Menge Kugelwillis oder... naja. Wie man sie auch nennt. Bullet Bills. Und ich komme so nicht nach oben. Okay, an den Drybone vorbei. Hep, hep, hep. Und zack, durch hier mit uns. Maus Nummer 1. Die scheint wohl nicht so sch... Oh. Die haben immer noch einen Gefährten. Na, das könnte nervig werden. Gassenratte. Yeah. 130 Schaden. Ja. 52. Okay, der kann schon wiederum mehr aushalten. Oh nö, Irrlicht. Auf wen? Der bekommt Schaden. Na, verdammt. Okay, warum soll der keinen Schaden bekommen? Auch eine gute Aussage. Aber gut. Wir haben immer noch Geno, der ganz schön stark geworden ist. Oder beziehungsweise jetzt ist. Autsch. Was für eine... Ich dachte jetzt, wenn man die Mäuse erledigt hat, kommen keine Bullet Bills mehr aus dem Kanonen. Aber gut. Man kann sich auch mal irren. So. Todessichel. Oh nö. Da ist das schon wieder. Ja, der zittert schon wieder. Der auch? Komm, Mario vergiftet ihr noch. Dann hättet ihr alle einmal. So, die normale Faust in deine Fresse. Macht genug Schaden, jetzt sind noch die dran. Oh. Ja, ihr könnt natürlich alle so eine super Spezialattacken. Und irgendeiner ist auch bald wieder... Mario hat bald kein Leben mehr. Gut, macht ihr das. Ach ja, na gut, dann kriegt ihr alle einen Donnerschlag ab. Nur damit hier, ja, ein Geist zumindest schon mal erledigt ist. Wie viel Schaden kriegt der? Aber nicht erledigt. Blizzard. Ja, komm. So viel, dass Mario stirbt. Nee, nicht genug. Aber gut. Wird sicher noch im nächsten Part kommen, verdammt. Gut, den Pilz, den ich bekommen habe. Ach nee, Mario geht ein Level hoch. Mario erreicht Level 13. Ja, was kriegt er denn jetzt als nächstes? HP kommt bald an die 100 ran, aber muss ich ihm eigentlich nicht geben. Magischer Angriff ist durch den Super Sprung, kann ich das eigentlich fast noch auslassen. Deswegen mache ich einfach mal wieder alles auf Angriff. Also mein ganzes Team ist wohl mehr auf Angriff spezialisiert, bis auf Mallow und Peach, aber... Nee, Peach ist ja gar nicht mehr dabei. Aber egal. Auf jeden Fall würde ich die nicht so stark auf Angriff leveln wie Mario und Geno, Bowser. So, und wen greife ich jetzt am klügsten an? Dich. Dann bist du weg. Och nö. Ja. Und wen erwischt es?
damit ist Gino auch bald wieder geschädigt, wenn er nicht zufällig ein Level aufsteigt. Und er steigt kein Level auf. Dann kann ich aber den Pilz benutzen, den ich im vorigen Kampf bekommen habe. Ich kann noch einen Pilz benutzen. Gut, ich habe genug Pilze. Aber sollte ich auch nicht zu verschwenderisch sein damit. Weil ich auch das Gefühl, weil ich irgendwie das Gefühl nicht los werde, dass ich die alle nochmal gebrauchen werde. Weil der, diese Krake da, den wir letzten Part erledigt haben, die war ja stark, aber scheint wohl nicht unser, ich sag mal, Endgegner gewesen zu sein. Deshalb soll ich dann ein wenig darauf sparen. Man, seit wann greift der denn mal direkt an? Sachen sieht man. So, damit ich keinen Pilz noch verbrauchen muss, könnte Mello auch ein Level mal wieder aufsteigen. Oder ist er... Okay, wenn das so geht, dann können alle nochmal ein Level aufsteigen. Nee, aber den machen wir wieder auf Sternkraft. Gut, gucke ich mir mal einfach mal so jetzt meinen Status, den Status meiner Kollegen an. Okay, Mario braucht noch viel, Mello braucht noch viel, Geno auch, Bowser auch. Ich vergesse immer, dass wir Tutsu auch noch dabei haben. Ja, Frauen. Und ich mache schon wieder ein Safe State. Nein. Dabei wollte ich eigentlich nur vorspulen, aber... Ja, ich muss immer wieder zugeben, dass das mit... ja, Tastenkonfiguration auf dem SNES unter ja, Unterschied zu der Gameboy hat. Deshalb komme ich da immer und ja, durcheinander. Safe State Taste auf dem SNES ist gleich die Safe State Taste auf dem Gameboy. Vorspultaste meine ich. Naja, wird man mir schon verzeihen, oder? So, greif mir dieses fliegende Ding an. Du greifst die Ratte an. Mit zu wenig Schaden. Scheiße. Dann machst du ihn noch fertig. Gut so. Ehrlich, auf wen geht denn das diesmal? Auf Mello. Nee, Geno ist das ja. Der dürfte doch auch... Ah nee, der ist er. Den habe ich ja mit Pilzen versorgt. Ich denke mal, die müssen noch immer mal sterben. Nicht, dass ich was dagegen habe, dass die noch so weiterleben, aber... weil die immer so verletzt werden. So, komm, Gassenratte! Ich hab... Das war halt ein Part, da wo ich eine Menge leveln werde. Einfach mal denke ich, wenn die einen schon so viel Gegner vorsetzen... Na komm, Blitzkugel auf wen? Okay, das hat nicht so viel Schaden gemacht. Kristall. Das auch nicht. Ich meine, wenn die einen schon so einen Gegner vorsetzen, wie so viele Gegner, dann werden die damit schon, die Entwickler damit schon einen Grund gehabt haben, der bestimmt sowas sagt, wie damit trainierst du, um gegen Endboss ein wenig stärker zu sein. Und diese Chance, wow! Was zum... Das hat gerade 152 Schaden gemacht. Habe ich das endlich mal abgepasst? Dann wär's heftig. So, dann greife ich dich jetzt aber mal getimed an. Und du brauchst jetzt auf jeden Fall nicht mehr viel, weil du nur ganz knapp über 100 HP mehr hast. Irrlicht? Ja. Macht auf Geno doch gar nicht so viel. Jetzt habe ich ihn nicht abgepasst. Schade. Na gut. Wieder ein paar Erfahrungspunkte dazu. Vielleicht kann man dadurch auch, ja, leveln werden wir jetzt insgesamt nicht mehr. Fällt mir gerade mal so auf. Ist auch unlogisch, da die meisten Charaktere gerade ein Level aufgestiegen sind. Aber, dafür werden die nochmal ein paar Items werden wir aufsammeln. Vielleicht nützliche.
Man weiß es nie. Nochmal so ein Beleber oder. Ne, hilf mir auf, heißt das ja hier. Ist ja kein Pokémon. Ey, die Gassenratte überlebt mit. Die überlebt doch nur mit irgendwie 2 oder 3 HP gerade. Und Mario ist vergiftet. Scheiße. Ja, komm, die ist erledigt. Once again. Mache ich wieder die Kombo und hoffe mal, dass ich. Na, das war diesmal nicht gut abgepasst. Diamantensäge. Auf wen geht die denn? Was machst du? Irrlicht. Bestimmt auch auf Mellow. Ja, wer hätte das gedacht? Mellow ist damit auch noch, aber noch im guten Bereich. Also nicht im gefährlichen Bereich. So. Damit Mario nicht stirbt, müsst ihr den jetzt mal schnell fertig machen. Jo, geht doch. Das finde ich wiederum auch ein schöne Sache, dass Peach ein Level aufsteigt. Nee, das nicht, aber gut. Du kriegst meine Power noch ein wenig was dazu. Aber die hatte doch gerade noch. Hatte die nicht gerade noch 1000 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level? Jetzt hat die 1000 zum Level ab. Ach so, da unten steht. Aha, habe ich immer auf die falsche Anzahl geguckt. Okay, Bowser steckt auch gleich auf. Mellow dauert auch nicht mehr lange. Hm. Okay, dann macht das Level hier vielleicht doch mehr Sinn. Ich dachte gerade, die brauchen 1000 XP, aber das haben die schon an Erfahrung. Gut, dass ich das Spiel so kenne, aber ist immer noch blind. Zum Glück, once again. Yeah. Das Spiel meint es mal gut mit mir. Nicht immer so schlecht. Da nenne ich einfach nur diese Glücksspiele Lucky. Da wo ich in den letzten Teil Parts immer nur ja, das Schlechtere gezogen habe. Gut. Dann können wir hier. Ich laufe noch mal ein bisschen hier rum, spring noch ein wenig. Vielleicht erscheint ja wieder ein Geheimnis, also so eine Truhe. Oh nö. Ah. Okay, in den Gegner reinlaufen. Sollte ich mir sparen. Und auch die Reihenfolge, wie ich die Gegner angreife, sollte ich auch noch mal überdenken. Da ich ja weiß, dass diese... Wie heißen die? Gorgonen, mehr Schaden machen, sollte ich die auch am Anfang angreifen. Ehrlich? Auf wen denn? Okay, Mario hat eine gute Verteidigung. Dem dürfte es nicht so... Oha. ja, gut, dass ich... Gut, dass ich mal eine Übersicht über meine Charaktere habe. Meine wäre blöd, wenn nicht. Was? Okay, das ja, schreit danach, dass ich den Donnerschlag mache. Da, 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 da. So, Bowser ist ein Level aufgestiegen. Boah, der hat so Hammerwerte, aber ich will ihn eigentlich nicht so oft einsetzen eigentlich. Warum eigentlich nicht? Mehr auf Power. Ich werde ihn einsetzen, wenn Mellow mal nicht kann. Wie komme ich nach da oben? Ja, wozu brauche ich denn das bitte? In dem anderen ist es nichts mehr drin. Nur noch ganz wenig. Ah doch, noch eine Menge. Oh, oh, zack, zack. Das war jetzt eigentlich nicht gerade nötig. Ach, Ratte. So, jetzt mal taktisch. Wir gehen sofort auf die Gorgonen los. Und der ist noch da. Du machst einen Donnerschlag auf alle wieder. Du machst einen Diamantensäge, auf wen denn? Auf Geno! Damit ist der bald tot. Traurige Sache. So, der Gegner auch. Okay, HP Max, das kommt gerade richtig. Könnte das Ding auch nochmal fallen lassen. Okay, zu viel wollen wir auch nicht hoffen. Erhoffen, sagt man das so? Sagt man bestimmt nicht so. Hm.
dieser Dry-Bomb macht da oben irgendwie keinen Sinn. Ich meine, ich komme eh nicht da oben ran. Naja. Hallo. Muss ich mit ihm erst mal sprechen? Oh, so, ach du Schande. Greif mir erstmal den an, der am nervigsten sein kann. Meiner Meinung nach. Nämlich diese Dinger, die mit... Oh Gott. Die Teile können schon nerven. So, du... Was habt ihr gegen Mellow? Ja, wen greife ich jetzt? Ja, ich greife den Gorgonen an. Und... Zack. Und HP Max. Ja, aber Mellow kann das jetzt mal gebrauchen. Nee, der kann das jetzt wirklich mal gebrauchen. Vielleicht habe ich ja Glück. Und er lässt das, lassen das fallen. Das ist der einzige Angriff, den ich in dieser Zeit gut abwehren kann. Ich weiß auch nicht warum. Ich will mich ja nicht beschweren. Ach, nicht der. Mellow soll das Upgrade bekommen. Vielleicht jetzt. Zack, zack. Komm schon. Oh, schade. Quellwasser, ja, wieder was gegen Geister. Gute Sache. Nehmen wir mal kurz ein Item. Ne, da passen noch die normalen Pilze. Lass ich erstmal so, vielleicht steigt er irgendwann Level auf oder auch nicht. Oder Moment mal, in diesem großen Raum, da ist bestimmt nochmal irgendwo ein Geheimnis. Oder? Lalala. Dann halt nicht. Oh, Entschuldigung, dass ich gegähnt habe. Gut, dann greifen wir mal normal wieder die Gorgonen an. Das macht so wenig Schaden, aber... Einer ist weg. Das habe ich geblockt. Das nicht. Das war abgepasst. Jetzt greift der an. Irrlicht. Auf wen? Mario! Ja, das dürfte aber nicht so... Oh, daneben! Das dürfte dann ja abgepasst sein. Wie viel hält er denn aus? So, geht doch. Gift. Na, wer wird vergiftet? Ja, Mario kann es vertragen. So. Du kriegst dann nochmal hier ein bisschen Backenfutter. Mario erledigt die Ratte selber. Fast. Jetzt aber Mellow. Vielleicht kriege ich dann nochmal HP Max. Aber ein Superpilz. Ja, dann kann ich den dann irgendwann benutzen. Gino erreicht neues Level. Perfekt. Angriff schon auf 104. Ja, dann mache ich mal. Ja, aber. Mache ich noch mal Eid auf Angriff? Stern wollte ich ihn jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Bleiben wir bei normalen Angriff. So, gegen Drybone zu kämpfen macht keinen Sinn. Ich habe gesagt, das macht keinen Sinn. Geht weg. geht ihr denn mal da weg? Okay, gegen einen kämpfe ich, aber... Ach du Scheiße. Auf wen mache ich das denn? Dann auf dich. Das war ein bisschen übertrieben, aber... Die machen mir immer diese verdammten nervigen Attacken und... Darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock. So, der lebt sogar noch.
abgewehrt. Scheiße, da habe ich nicht mehr, da habe ich nicht mal eine Attacke kommen sehen. Komm schon. Der ist weg. So. Jetzt nur noch der Reacher. Tot? Ach nee, die Dryburns haben zum Glück nur ihre normalen Attacken. Und die machen nichts. Oha. Nicht so viel Schaden. Wie die des Reachers. Und die kann man gut blocken. Deshalb benutzt du das Item Quellwasser. Und du benutzt das Item Quellwasser. Damit werden alle erledigt. Ich hoffe, dass ich okay, hier bekomme ich nochmal ein Quellwasser. Oh nein. Ach, da war eine Tür. Ich wäre jetzt auch bekloppt gewesen, wenn das nichts gebracht hätte. Diese. Ah, verdammt, ich komme hier trotzdem nicht vorbei. Wow, 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 raus. So. Wieder alle geheilt, das ist auch perfekt. Was bringt mir das jetzt insgesamt? Ich werde erstmal hier drauf gehen. Speichern. Joa. Wie es aussieht, muss ich tatsächlich dann in die Richtung. Ja, und das ist ja mal gar nicht ein guter Part, um diesen guter Zeitpunkt, diesen Part zu beenden. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wo wir dann durch die Tür gehen und gucken, was auf uns lauert. Bis dahin, ciao, ciao.